Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei diesem vom Verkehrsminister vorgetragenen Unsinn kommt mir sofort die US-Administration in den Sinn. Dort haben sich viele aufgeregt, dass Trump immer dann, wenn er Schwierigkeiten hat mit unbestreitbaren Tatsachen, auf alternative Fakten ausgewichen ist. Nun muss ich mich fragen, ob möglicherweise hier Geld geflossen ist, egal ob das Konzept übernommen worden ist vom amerikanischen Präsidenten oder ob man dort ein Nutzungsrecht erworben hat. Hier sitzt der Meister der alternativen Fakten auf der Kabinettsbank als Verkehrsminister. Und das ist doch keine Idee für eine Verkehrspolitik, die wir brauchen hier. Mit alternativen Fakten war er doch schon 2013 unterwegs, als er mit der steilen These, Gratisfahren von Ausländern auf deutschen Straßen beenden zu wollen, hat er doch schon damals quasi aus einem Paralleluniversum berichtet. Und warum? Allein die Einnahmen aus der Energiesteuer, die Ausländer auf deutschen Autobahnen zu zahlen haben, wenn sie hier unterwegs sind, übersteigen bei weitem das, was diese Einführung der Infrastrukturabgabe hier kostet, um das Doppelte sogar. Diese Zahlen stammen vom ADAC. Aber der Minister, weil es mich aufregt, was hier gerade passiert, weil hier mit unsinnigen Argumenten immer wieder auf falsche Fakten hingewiesen wird und nicht zur Kenntnis genommen wird, dass Experten, aber auch hier aus dem Grunde vernünftige Vorschläge gemacht worden sind. Die Ausländermaut ist nicht europarechtskonform, haben wir von Experten gehört. Weiterhin gibt es hier die These von Dobrindt, sie sei es. Ich kann nicht wissen, wie diese Abstimmung mit der Europäischen Kommission abgegangen ist, um festzustellen, wie man tatsächlich dieses Unwerk europarechtskonform machen konnte. Sie haben gesehen, dass die Europarechtskonformität höchste Zweifel ausgelöst hat in der EU-Kommission. Es ist doch nach wie vor so, wenn nur die Ausländer auf deutschen Autobahnen bezahlen müssen, dann ist es doch eine einseitige Diskriminierung von ausländischen Autofahrern auf deutschen Straßen. Wenn es eine Entlastung an anderer Stelle gibt, dann mag das so sein, aber es ist kein Ausdruck von EU-Konformität, wenn sogar noch diese Entlastung die Belastung der anderen übersteigt. Das zweite alternative Faktum, die Ausländermaut, wird zu Mehreinnahmen führen. Auch da haben in den Sachverständigenanhörungen bereits die Experten darauf hingewiesen, dass das nicht zutrifft. Und was machen Sie, Herr Dobrindt? Sie verschieben die Parameter so lange hin und her, bis zumindest eine kleine schwarze Null dabei rauskommt, damit man überhaupt noch begründen kann, warum es diese Maut geben kann, die etwas einbringt und nichts kostet. Ihre Berechnungen, Herr Dobrindt, stehen auf ausgesprochen tönernen Füßen. Und das weiß inzwischen auch der Bundesrat, der heute sich auch mit diesem zweifelhaften Projekt auseinandersetzen muss. Jetzt könnte man meinen, das Ganze sei ein Treppenwitz und wir können hier Späße drüber machen. Doch das ist nicht so. Im Gegenteil. Die Maut hat sich zu einem ernsthaften Problem in ganz Europa entwickelt. Ich weiß nicht, wir haben doch feststellen können, was in Österreich passiert. Österreich begnügt sich nämlich nicht nur mit der Mautmaulerei, wie Sie, Herr Dobrindt, diese Kritik ja immer gern abschätzig bezeichnen. Nein, die Regierung in Wien hat einen sogenannten Beschäftigungsbonus beschlossen, der die Einstellung von Inländern finanziell fördern soll. Dadurch wird Menschen aus Deutschland und anderen europäischen Staaten der Eintritt in den Arbeitsmarkt in der Alpenrepublik schwerer gemacht. Das ist die schlimmste Konsequenz der Maut à la Dobrindt. Und mir wird Angst und Bange, wenn ich daran denke, auf welche Ideen die Regierung in Warschau und Bukarest kommen können. Um es noch mal auf den Punkt zu bringen, diese von der EU gebilligte und als Vignette daherkommende Diskriminierung von Ausländern ist eine Steilvorlage für Rechtspopulisten in ganz Europa. Sie werden ihre reaktionären Forderungen mit Verweis auf die deutsche Maut mit noch mehr Nachdruck vortragen können. Jeder von uns sollte begriffen haben, dass man den Rechtspopulisten und Nationalisten den Wind nicht dadurch aus den Segeln nimmt, indem man ihre Forderungen, ihre Programme umsetzt. Ich hoffe sehr, dass die Abgeordneten der SPD, die zumindest einen selbsternannten überzeugten Europäer jetzt als Kanzlerkandidaten auserkoren hat, nicht länger den alternativen Fakten des Herrn Dobrindt auf den Leim geht, setzen sich gemeinsam mit den Linken und den Grünen für einen echten Wechsel ein, setzen Sie dem rechten Spuk der CSU endlich ein Ende. Der nächste Redner ist der Kollege Andreas Schwarz für die SPD-Fraktion.